Herr Landeshauptmann, der Heilige Abend ist eine Zeit, wo Sie nicht Pause haben. Sie haben viele Termine, also mehrere bei uns im Haus. Wie läuft dieser Tag sonst für Sie ab? Ja, der hat heute schon sehr schön begonnen. Ich durfte ja heute schon im Pflegeheim in Hall in Tirol sein. Es ist so üblich, dass wir spielen, musizieren. Und da war der Bundesminister Karl-Heinz Töchterle dabei. Und darüber hinaus auch der Tobias Moretti und andere, die hier mitgespielt haben, haben den Menschen eine große Freude machen können. Franzi Hackl wäre dabei gewesen, aber... Das ist der Stichwort. Jetzt, er kommt von New York. Dürfen wir ihn herbitten? Franz Hackl. Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Begrüße Sie. Ja, der Herr Landeshauptmann hat es erwähnt. Sie kommen direkt aus New York. Der Flieger hat ein bisschen Verspätung gehabt. Genau, wie es Weihnachten heute so ist mit dem ganzen Reisestress. Ja. Umso mehr freut es uns jetzt, dass es zu diesem Treffen jetzt kommt. Ja, da muss ich jetzt ganz kurz fragen, wie ist denn das? Also ich weiß ja, Sie pendeln ja öfter zwischen Amerika und Ihrer Heimat. Macht Sie das schon resistent gegenüber dem Jetlag, wenn Sie da aussteigen und gleich geht es weiter mit der großen Show? Nein, es ist allem spannend. Ne? Das ist super, wenn man heimkommt und man erfährt es immer wieder neu. Also man freut sich drauf. Also anstrengend ist schon, das darf man schon sagen. Ja, anstrengend ist es, aber ich meine, das weiß man davor. Ne? Weihnachten daheim, das hat ja eine besondere Bedeutung, wenn man da über den Atlantik kommt. Ist das ein Fixpunkt? Ist das jedes Mal so oder wie läuft denn das ab bei Ihnen? Ist jetzt ja so, ja. Also wenn man kann Weihnachten auslassen. Ich meine, ich bin so Wahnsinn mit Skifahren und alles mit der Familie. Und ich habe auch besonders Glück, dass meine Frau, die Rose und der Uniko, sind eigentlich auch totale Tirol. Fans und die lieben es, nach Tirol zu kommen. Da habe ich es natürlich total fein, weil wir uns alle drauf gefreut. Also uns freut es natürlich wirklich jetzt besonders, dass sich das auf die Sekunde ausgegangen ist. Ich glaube, der Herr Landeshauptmann und ich, wir wünschen uns jetzt einfach ein schönes Stückchen, das zu Weihnachten passt. Die Trompete ist da. Genau. Franz Hackl, wir wünschen frohe Weihnachten Ihnen, Ihrer Familie. Verbringen Sie diese Tage gut und ja, was dürfen wir uns denn von Ihnen jetzt anhören? Ja, ich spiele A Child is Born von Thad Jones. Der hat das eben für Weihnachten, für die Geburt von Jesu geschrieben, auch einer von den größten Jazz-Trompeter und Komponisten. Thad Jones, A Child is Born. Meine Damen und Herren, Franz Hackl live aus New York. Bitte schön. Ich wünsche allen Tirolerinnen und Tiroler ebenfalls gesegnete Weihnachten. Ich freue mich auf dieses Stück. Der Franz Hackl ist einer der ganz großen Musiker, die wir haben und der in New York lebt. Danke dir. Danke. Die Bühne ist frei. Thank you.
Das ist etwas ganz Besonderes. Franz Hackl live. Er steigt aus dem Flugzeug, steigt aus dem Auto, mit dem er hierher gekommen ist und spielt solche.